Willkommen zurück zu Donkey Kong 64, Folge 134. Wir haben hier einfach mal vorgespult und sind schon in Level 3 des NES-Spiels, was hier im Moment noch unknackbar scheint. Aber Alex wird uns jetzt zeigen, wie gut er das meistert. In der letzten Folge hat er ja schon ordentlich geübt. Und es gibt hier allerlei Sachen, denen man ausweichen muss. Hurga! Yes! Wow. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Stimmt, so weit sind wir in der letzten Folge immer nicht gekommen, ne? Doch, wir haben das sogar schon mal geschafft, oder? Wir haben das sogar schon mal geschafft. Oder nicht? Ich dachte, wir waren hier schon mal. Kein Plan, Mann. Kommt mir so bekannt vor. Okay. Da ist eine Flamme. Also wir versuchen den Sachen hier auszuweichen, zum Beispiel diesen runterfallenden oder den Flammen oder den Apfelkuchen. Oh! Alter. Den Apfelkuchen vom letzten Level und... Das ist viel spannender als der Rest vom Donkey Kong 64. Oh Gott. Ich trau mich nicht, diese Handtasche zu holen. Ja, lass es lieber. So, das hier gibt hier auch allerlei einzusammeln. Ne? So, und hoch! Und komm! Ja, geschafft! Sehr gut. Aber. Dann sind wir schon in Level 4 jetzt, ne? Ja. Pa-pa-pa-pam. Ach, da ist ein Leben! Ich habe ein Leben bekommen! Stimmt, rechts oben. Man sieht es. Kriegt man also einfach nach bestimmter Anzahl Level ein Leben dazu. Ja, dann... Was macht man hier? Ich lauf mal hoch, ne? Man weicht dieser einen Flamme aus, die da durch die Gegend... Ja, wow. Oh, da ist noch eine. Also es scheint mir einfach nach oben zu kommen. Zu sein. Bla. Was ist das Gelbe? Ah. Affe? Ich trau mich... Nee, ich gehe da nicht ran. Lass mich in Ruhe, Affe. Gegen den Affen zu rennen ist wahrscheinlich falsch. Aber wie kommen wir denn dann hoch? Ich habe keine Ahnung. Oder was sollen wir machen? Ich verprügel jetzt kleine Flammen. 500. 500 bringen die? Jo. Boah. Da wird man ja richtig der Highscore-Meister mit. Aber die Flammen werden auch immer mehr, ne? Keine Ahnung. Und die können hoch und runter, oh je. Aber den Regenschirm kannst du ja bestimmt gleich einsammeln. Ja. Das ist der Le Grand Plan. Zagedibop. Ich weiß nicht, ob man auf diese Sachen rauftreten darf. Auf jeden Fall verschwinden sie, wenn man drüber hüpft. Diese gelben Dinger. Okay. Wenn hier jetzt Flammen wären, hätte ich mir den Hammer eingesammelt. Kannst du ja mal versuchen, so als einzige Strategie, die wir noch haben, hier die gelben Dinger. Ja, ich sammle jetzt einfach mal alles ein. Jo. Und dann ist das bestimmt geschafft hier. Boah, wie alles von Flammen belagert wird hier unten. Hör! Perfekt. Und wieder zurück. Hör! Können die Flammen darüber jetzt, wenn das weg ist? Das gelbe Ding? Nee, ne? Nee, nicht so richtig. Hör! Boah, was ist das? Jetzt kommt das große Endduell mit dem Affen, pass auf. Ja, Boss Battle. Wie ich in der Luft stehe. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht an Fallschaden. Autsch. Oh, ich bin hochteleportiert worden. Oh, ist Mario, ich bin Prinzessin Peach, danke, dass du mich gerettet hast. Kein Problem, Mann. Woher willst du das denn wissen, dass das Peach ist? Das kann man das man überhaupt doch erkennen? Klar. Paar rosa Pixel, ne, muss sein. Hä? So, oh, da ist immer noch, ich habe noch ein Leben über. Leute, ich habe noch ein Leben über. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ja. Okay, genießt diesen spannenden Ist-zu-Ende-Bildschirm. Absperren. Das ist der Absperren. Ich hab nur vergessen, die weiße Schrift einzublenden. The End. Oh, ah, nice. Eine Banane. Geil. Ja, fett. Nur Tiny hat... Ah, nee, Lanky hat auch eine, klar. Lanky die Banane auch. Fehlt jetzt noch von Donkey hier? Oh, Kreisch. Na, aufgewärmt? Was hältst du von einem einzigartigen Sonderpreis? Für nur zwei Münzen darfst du nochmal spielen. Wie? Jetzt kostet das was? Ja, mal nochmal. Also im Kommentar wurde uns ja auch gesagt, wir müssen das zweimal machen, aber ich dachte... Naja. Du bist jetzt geizig und sagst, von den 100 Münzen, die Donkey noch hat... 102 Münzen. 102 Münzen. Aber wenn das jetzt jedes Mal zwei Münzen kostet, kann das ja schnell teuer werden. Ja, das stimmt. Egal, wir zocken weiter, weil es so geil ist.
Oh, das ist viel spannender als der Rest vom Spiel, weil das viel schwieriger ist irgendwie. Oh nein. Hä? Peach sieht anders aus. Man muss jetzt das Nintendo-Zeichen. Das sieht aus wie ein Fass, schmeißt er das gleich. Das ruft bestimmt auch gleich Help. Wenn da gleich Help erscheint, so wie bei Peach, dann... Dann müssen wir das dieses Nintendo-Ding retten. Ja, auf jeden Fall. Das ruft ja nach Hilfe. Oder entführt. Ah, nee, doch nicht. Bis jetzt nicht. Oh, das Ölfass brennt nicht. Was ist das? Wow. Ich weich aus. Oh yeah. Die blauen Fächer... Schmeißt er das jetzt immer so... Oh Gott. Nehmen die jetzt jede Leiter? Nee. Aber die Leitern immer noch genauso? Ich glaube ja, ne? Die Leitern sind, glaube ich, genauso, aber gefühlt sind die Fässer anders. Also die nehmen andere Leitern. Ja. Oh nein, da sind zwei auf einmal. What the? Wenn gleich ein blaues kommt, pass auf. Ich sag Bescheid, falls noch mal ein blaues in die Hand. Oh, 300, hast du gesehen? Wenn man über zwei kommt ein blaues. Oh. Was macht das blaue? Ich weiß nicht, das kann irgendwie diagonal. Entschuldigung. Wenn ich hier einmal so rumschreie, dann ist das, weil ich mich konzentrieren muss. Wow. Alter, wie der Affe ausrastet, ey. Übertreibt voll. Wie ich nicht hochklettern kann, weil ich Angst habe, dass es mich tötet. Okay. Huah! Geschafft. Huah! Und nochmal rüberhüpfen. Huah! Und hochklettern. Ja, ja! Hallo Nintendo-Münze! Fass, was auch immer das ist. Oh, Nintendo-Zeichen, nice. Symbol, Ding. Oh Gott. Ist die Folge rum? Können wir hier beenden? Leider nicht, nein. So. Übrigens, eigentlich ist das Spiel ein bisschen schneller, aber irgendwie ruckelt das die ganze Zeit, es laggt. Oh, jetzt sind hier auch noch zwei Flammen. Ich werd verrückt. Die ist hochgeklettert! Ist die verrückt? Die kann auch runterklettern. Ja, ich weiß. Aber ich will da hoch. Uäh. Lass mich in Ruhe, ihr Flammen. Ja, den Trick habe ich geahnt. Da ist ein Regenschirm. Das ist mir egal. Regenschirme sind gut. Komm ich da rüber? Stell dir vor, es regnet es bestimmt. Ja, das gab keine Punkte, aber ich bin rübergesprungen. Und hoch. Komm schon, fahr hoch. Ja, die Leiter fährt hoch. Ich hab's gerannt. Ja! Fett. Freust du dich auch, Timo? Ich freue mich auf jeden Fall. Ich sehe auch schon, du bist relativ zielstrebig und du hast ein Leben bekommen. Was? Jetzt schon? Da ist ein Leben. War das schon vorher? Nee, ne? Keine Ahnung. Aber nicht. Nehmen wir mal hin, dass es da ist. Es schadet nicht. Ach so. Jetzt, diesmal nehme ich den Regenschirm mit Timo. Vielleicht kriegt man das Leben, wenn man schnell genug war. Ah, meinst du? Vielleicht, ja. Ah, das kann natürlich eventuell durchaus sein. Hurga! So, okay, Flamme ist weg. Das ist gut. Rüber und hab's. Komm schon. Oh, ja! Fast gestorben. Hier gibt's ja, wir erinnern uns an den Fallschaden. Wir wissen ja nicht, ab wie viel Pixeln er kommt. So, wie fällt das Ding denn? Bin ich hier safe? Ja, geschafft. Nein, du Flamme, hau ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden, du blöde Flamme. Ich hab Angst vor dir. Ey, wie fies. Stell dir vor, man will jetzt dieses pinke Ding einsammeln. Dann muss man hier, hopp, einmal jetzt außen rum, weil sonst ist die Flamme ja im Weg. Dann muss man nochmal außen rum, um da hinzukommen, also immer hüpfen. Und dann muss man wieder ganz runterklettern, weil man ja nicht zurückspringen kann, weil man dann ja stirbt. Ich kann übrigens gerade nicht weiterlaufen, weil die Flamme nicht abhaut. Ja. Sorry, ich Leute, schon. Ich muss ein bisschen warten hier. Dü. Hui! Wartest du jetzt, bis die Flamme abhaut? Oh ja. Ja, muss ich ja. Jetzt wäre ich beinahe da stehen geblieben und hätte mich von so einem Trampolin treffen lassen. Wir wissen gar nicht, ob das einen tötet oder ob ihm das 100 Punkte einen beschert. Vielleicht bringt es auch 100 Punkte, ja. Wir vermuten mal, dass es einen tötet. Vielleicht gibt es auch ein Leben jedes Mal, wenn man so ein Ding berührt. Und das hier ist das nette Level, wo man Leben aufstocken kann. Nein, ich habe Angst. Ich glaube, du stehst da ganz gut. So. Hürga! Ja! Geschafft. Mensch, du bist ja richtig gut drauf hier. Weißt du was? Wenn das fertig ist, muss jemand anders spielen. Ich muss mich dann erstmal an deinem Defibrillator vergreifen. Ja. So.
Na gut, wir sind gierig. Snack, oh, 500. So, also man muss jetzt irgendwie diese Dinger hier kaputten. Hm. Haben wir gelernt. Scheint enorm viel schwieriger zu sein als letztes Mal. Psst, psst, das wird noch. Oh Gott, ich hab Angst. Nein, Feuerente, hau ab! Sind das über Verflammenenten? Keine Ahnung. Ihr sollt abhauen, ihr Blöden. Oh nein, was? Nein, ihr habt mich eingekesselt. Ja, ist tatsächlich schlauer diesmal, wie du es machst. Du, wenn du von unten nach oben hochläufst, dann nimmst du gleich die untersten zuerst, ne? Ja. Die gelben Blöcke. Das ist natürlich gut. Cool. Letztes Mal bist du wieder runtergeklettert. Ja, ja. Ja. Aber diese Viecher sollen mal abhauen. Diesmal mitgedacht. Kletter nach oben, kletter nach oben. Nein. Mit. Ja, zum Glück können die ja nicht über die schwarzen Abgründe hinweg. Ich mach schon mal weiter, ne? In einer Area, wo sie gerade nicht rumlungern. Ja, mach mal. Düdel. Ah, ne. Ich schnapp mir gleich den Hammer und dann gibt's Dresche. Flammenenten-Dresche. Oh, du könntest es schaffen. Und... Yes! Way. So, jetzt fehlen nur noch zwei Stück. Das sieht so aus, als hättest du es geschafft, ne? Wart ab. Vielleicht schmeißt der Affe gleich Fässer, wenn er merkt, ich hab's fast durch. Ja, ein blaues oder so. Ja, und irgendwie was so übelst die Richtungen ändert. Ja. Soll ich nochmal geile Musik machen mit dem Hammer? Nee, ne? Nee. Ich will den Regenschirm. Die Gier. Die Gier wird zum Verhängnis. Oh nein, falle ich jetzt mit runter? Wahrscheinlich. Oh Gott. Los, fall runter, Affe. No! Und gleich sieht man dich daneben, ne? Ah, Boden. Geschafft. Ah, danke. Nee, hat so ein Nintendo-Ding eine hohe oder eine tiefe Stimme? Danke, Mario, dass du mich gerettet hast. Wir wissen es nicht so genau. Jetzt haben wir nicht nur die Prinzessin gerettet, jetzt haben wir auch noch hier das Nintendo-Zeichen gerettet. Das ist ja gut. Nintendo ist auch gerettet, sie können weiter Spiele produzieren. Ja. Komm schon. Sei am Ende. Damit wir auch noch was zu zocken haben, wenn wir hiermit durch sind. Ich bin fertig. Oh, und ich habe wieder ein Leben über gehabt. First try. Da 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 da. Na, was macht das? Da 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 da. Wahrscheinlich war das, weiß ich nicht. Wofür war das? Stand das auch in dem Kommentar drin, den wir bekommen haben dazu? Da stand, wir brauchen das. Brauchen das. Aha. Was war denn das jetzt? Das steht hier nicht. Nee. Steht das hier? Ja. Da, was ist das? Kampfkrone? Schlüssel? Bananenmedaille? Oh, wir haben die Hälfte aller Feen. Es ist eine Münze, eine Nintendo. Eins von eins, wir haben alle! Sehr gut. Okay. Und jetzt? Wahrscheinlich kann man auch noch die Rareware-Münze kriegen, ne? Ja. Bei Cranky. Wahrscheinlich. Haben wir dieses Space-Spiel. Hast du Bock auf Retro-Astronauten? Ich glaube, das machen wir wann anders. Ja, genau. Jetzt erstmal nicht. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch... Hatten wir noch was in diesem Level geplant? Wer braucht denn hier noch was? Donkey braucht noch was. Dini braucht noch was. Die beiden hier nicht. Chunky braucht ich glaube, für Dini ist tatsächlich auch noch was. Ja, was denn? Geh mal zur Testing-Area. Oh, warte. Dings hatten wir aber geschafft, ne? Das, dieses Spiel mit dem Rumhüpfen. Das, also mit dem Schalter drücken, 1 bis 16. Ja, das hatten wir tatsächlich geschafft. Also du hast es geschafft. Souverän, mehr oder weniger. Testing Area, sagst du. Ja, ich guck mal auf unsere Karte. Weil ich ja genau weiß, wo die ist. Also. Aha. Die ist... ich weiß, wo sie ist. Schalter 2. Richtig? Ich empfehle Schalter 5. Okay. Ich nehme mal Schalter 5. Ich nehme mal Schalter 5. Da muss ich kurz hingehen. Da komme ich nämlich gerade her. Haben wir jetzt eigentlich alle Blaupausen? Nee, ne? Nee, es fehlen, glaube ich, noch 2 oder so. Kann man das nicht irgendwo gucken? Da. 3 fehlen 3. Sogar. Aber wir haben wir nicht welche davon dabei? Ich glaube, wir haben 2. 2 fehlen noch und, ja, die Tiny Oberwelt hatten wir ja eingesammelt. Genau. Und was fehlt noch? Irgendwie Chunky erstes Level und... Okay, jetzt bin ich hier bei der... Lauf mal raus aus dem Raum. Und dann müsste da mehr oder weniger um die Ecke der Diddy
Schalter sein. Tatsache, da sehe ich ihn. Hier. Geil. Wo ist ein Wechselfass? Ich glaube bei Funky, ne? Aber nicht. Hier ist auch irgendwo ein Wechselfass. Ich glaube bei Funky ist. Ich hätte dir sagen sollen, dass du wechseln sollst. Entschuldige. Ist hier nicht auch in diesem Raum irgendwo eins? Da... Hier so. Man konnte hier hochklettern und dann wechseln. Ich remembriere das. Ja, das stimmt. Links, ne? Ja, nee, das ist das Tiny Fass. Rechts. Rechts, was auch immer. Da ist ein D-Schalter. Crystal? Oh, 30. Krass. Alles klar, Leute, in der nächsten Folge Didi Action in 3D. Diesmal wieder in 3D. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.